So, es ist angerichtet. Wir begrüßen die Mannschaft von Neu 08. Was heißt hier? Herr Knob, das ist heute sicherlich kein leichter Tag. 1-3 gegen Reden verloren, jede Menge Unruhe im Vorfeld dieses Spiels. Wie wird die kommende Woche aussehen? Können Sie das schon sagen? Ja, wie wird die kommende Woche aussehen? Wir müssen immer das Spiel analysieren und dann müssen wir Ruhe bewahren. Wir haben Unruhe genug gehabt. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie wir die Mannschaft wieder nach vorne bringen können. Sie haben eine sehr gute, die ersten 40 Minuten haben sie sehr gut gespielt. Dann haben sie leider kurz vor der Halbzeit das Spiel so ein bisschen aus die Hand gegeben. Und ich glaube, das war unser Knickbruch. In der zweiten Halbzeit kamen sie gar nicht richtig ins Spiel. Nicht? Und schade, ich kann es aber nicht sagen, woran das gelegen hat, dass sie nicht ins Spiel kam. Dafür ist der Trainer da und dass die jetzt sehen müssen, wenn wir jetzt nicht bald die Kurve kriegen, dann weiß ich auch nicht weiter. Entweder habe ich was verkehrt gemacht, aber mehr möchte ich heute auch nicht sagen. Eine Frage noch, die man einfach stellen muss, die man in der Bundesliga ganz oft hört. Sitzt Mäcki Brunner am Sonnabend in Altona noch auf der Bank? Ja. Dann vielen Dank. Herr Muzzicato, war das heute der Befreiungsschlag für Schwarz-Weiß-Reden, das 3-1 bei Oettingen 08? Ich persönlich bin kein Freund von Befreiungsschlägen in dem Sinne, weil wir eben halt gegen Drochtersen auch ein super Spiel gemacht haben, auch besser waren als heute und uns da auch mit einem Sieg belohnt haben für den ganzen Aufwand, den wir in der Woche betreiben. Wir wussten halt, dass es heute schwierig wird. Ja, war eine turbulente Woche für Eutin. Viel wurde in Bewegung gesetzt und wenn dann eben halt der Tabellenvorletzte gegen den Tabellenletzten spielt, dann wird es einfach auch kein schöner Fußball. Also wir haben einen schöneren Fußball gesehen, als ich vorher gedacht hätte. Das ist so. Das war von beiden Mannschaften. Also ich fand auch Eutin hat es mutig gemacht. Klar haben wir dann das Spiel mehr unter Kontrolle gehabt und hatten eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon gute Chancen mit der Latte von Adi und ich weiß nicht, wer den anderen Schuss da abgegeben hat. Ich glaube, das war das Hugo? Ich glaube, das war Hugo. Gehen dann eben halt auch mit 1-1 in die Halbzeit. Ich glaube, das war okay. Das war für beide Teams okay. Und sind dann halt sehr präsent in der zweiten Halbzeit. Und ich habe es gerade eben halt schon zu Ihrem Kollegen gesagt, wenn wir da halt fitter sind, das moniere ich einfach, seitdem ich da bin, seit den 3 Wochen, und frischer im Kopf und frischer im Geist sind, dann werden wir eben halt auch heute nicht mit 3-1 werden wir nach Hause gefahren, sondern eben halt mit 5-6-1. Weil die Chancen im 16er in der Box, das ist schon, das lässt mich nicht schlafen heute. Ja. Sie haben wir heute erlebt und ja im Laufe der Woche sicherlich auch gesehen, bei Oettingen 08 ist jede Menge Feuer unter dem Dach. Wie viel Ruhe haben Sie in Reden? Also wie gesagt, das mit diesem Schleudersitz in Reden, das ist bekannt. Ich persönlich bin ein ambitionierter Coach. Ich mache es erst seit 2 Jahren im Herrenbereich. Für mich ist das ein Aufstieg, auch wenn ich ein paar Wochen vorher schon was hätte in einer anderen Mannschaft machen können in der Regionalliga. Ich hatte einfach ein super Gespräch mit Herrn Schilling, der als Trainerkiller bekannt ist. So habe ich ihn nicht kennengelernt. Es gibt immer Gründe und wenn man dann halt fragt und eine vernünftige Antwort bekommt, dann überlegt man eben halt nicht lange, weil Reden ein Verein ist mit Potenzial. Ein wunderschönes Stadion, sehr, sehr gute Spieler, die einfach halt noch nicht auf ihrem Level sind, aber so wie man heute halt auch gesehen hat, imstande ist halt in der Liga zu bleiben. Ich glaube, mit einer guten Vorbereitung im Januar, mit ein bisschen mehr ins Detail, in die Materie rein, werden wir noch eine bessere Rückserie spielen als jetzt. Jetzt ist es eben halt ein Überleben, ein Kennenlernen zwischen Trainer und Spieler. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir halt eine richtig gute Rückserie spielen mit den 2-3 Optionen, die wir vielleicht noch dazu holen. Ja, ja, dann wünsche ich Ihnen eine Rückserie, in der Sie das Dankeschön. Feld von hinten aufrollen haben. Sie vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ein ganz schwerer Moment. Eutin 08 hat heute das Spiel gegen Schwarz-Weiß-Reden 1-3 verloren und dabei nicht wirklich gespielt wie eine Regionalliga-Mannschaft. Am Ende kann man das so sagen. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit bis zur 45. Minute, es waren ja noch 2 Minuten Nachspielzeit, ja, das umgesetzt, was wir eigentlich wollten. Ja, dass wir schnell hinter den Ball kommen, dass wir tief stehen, dass wir Balleroberung haben. Und ich glaube, wir haben auch 1-2 gute Chancen gehabt, wenn ich auch nochmal an Freddy Karps Kopfball denke, ja, an die Eingabe über die linke Seite und dann die Möglichkeit, ja auch nochmal aus der Ferne
sowie den Freistoß, den wir am 5-Meter-Raum hatten, dann hätte das uns gut helfen können, wenn wir da das 2:0 machen. Und ich glaube, da hat die Mannschaft es also wirklich gut gemacht und haben aber schon in den letzten 5 Minuten vor der Pause gemerkt, dass wir nicht mehr so den Zugriff bekamen auf Menga. Der ließ sich ja immer mehr zurückfallen. Und wir haben also dann auch nicht mehr die Ordnung gehabt dort im Zentrum, sodass der Ausgleichstreffer natürlich in der Nachspielzeit ja, für uns unheimlich ungünstig war. Der Mannschaft konnte man anmerken in der Halbzeitpause, dass sie die Köpfe unten hatten und ja, wir haben versucht oder wir haben nochmal gesagt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen, dass wir wieder zu unserem Konzept zurückfinden, dass wir Kopf hochnehmen müssen und dann das Spiel in unsere Richtung leiten. Und ich glaube mal, als wir dann das 1:2 gekriegt haben, ja, da ging dann also wirklich noch der Kopf runter und dann waren wir drauf und dran, ja auch noch durch den Wechsel des zweiten Stürmers hier übers 4-4-2 noch was zu machen. Und dann kommt es dazu der Aktion, ja, ich kann das gar nicht sagen, aus meiner Sicht, dass es dann zum Elfmeter kam gegen uns, so, und dann war das 3:1 und damit war dann im Grunde genommen ja, die Messe gelesen, sodass wir dann natürlich in diesem wichtigen Spiel jetzt auch kein Dreier oder zumindest ein Erfolgserlebnis geholt haben. Ja, und nun müssen wir halt sehen, das analysieren. Ja, und dann in der nächsten Woche, ja, haben wir ja die Woche mit Altona auswärts und Lüneburg zu Hause ja die Möglichkeit, ja, hier uns unbedingt ein Erfolgserlebnis einzuholen. Alles klar, Dankeschön. Ja, bitteschön. Danke.